zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn in Gott dem Heiligen Geist. Von Ewigkeit schwappte unaufhörlich eine unermesslich gewaltige, selbstlose Liebe, eine tiefe Wertschätzung, höchstes Lob, Anerkennung und erhabenstes Wohlwollen zwischen dem Vater und dem Sohn hin und her. Und wenn man damals hätte eine Herzoperation betreiben können, wenn du das Herz des Vaters aufgemacht hättest, hättest du dann eigentlich nur zwei Worte oder drei Worte gefunden. O mein Sohn. Der Sohn war alles für den Vater. Und hättest du das Herz geöffnet des Sohns, hättest du die Worte, die Botschaft gefunden. O mein Vater. Der Vater war alles für den Sohn. Die waren alles füreinander. Die haben sich im buchstäblichen Sinn des Wortes vergöttert. Die waren außer sich, die waren bis zum Abwinken glücklich, erfüllt, voller Harmonie, Schönheit, tiefster Liebe. Wisst ihr, Gott hat diesen einen Herz allerliebsten, einzig gezeugten Sohn. Und er ist einfach der allerbeste, der allerwunderbarste Sohn, den sich irgendein Vater nur wünschen kann. Aber wisst ihr, was ist besser, als so einen Pfundskerl von Burm zu haben? Was, ihr Lieben, ist besser als das? Viele wunderbare Burm und Söhne zu haben. Das bringt mich unwillkürlich immer wieder zurück zu Asterix und Kleopatra. Wer von euch das Heft gelesen hat, Asterix und Kleopatra, wo er den Zeichentrickfilm gesehen hat. Das sind Asterix und Obelix und Miraculix und andere sind in der Pyramide und ein Bösewicht hat sie in einem Labyrinth eingeschlossen, damit sie dort verhungern und nie mehr rauskommen. Und als der Bösewicht sich verschüsst und Asterix und Obelix und Miraculix und den Hund da in diesem Labyrinth lässt, da sagt auf einmal der Obelix zu dem Hündlein Idefix. Er sagt, Idefix, wenn du uns hier rausbringst, dann bekommst du einen Knochen. Und Idefix, also ist völlig happy natürlich. Und er fängt an, schon sie auf den Weg zu machen. Und während sie so gehen, sagt er, Idefix, wenn du uns hier rausführst, dann bekommst du einen großen Knochen. Und Idefix wird noch glücklicher. Und er fängt an, schneller zu laufen. Und sie laufen schneller. Und schließlich kommt das Ultra-Argument und dann sagt Obelix zu Idefix, er sagt, Idefix, wenn du uns hier herausführst, bekommst du viele Knochen. Und er sieht in seinem Hundehirn, sieht einen immensen Haufen von vielen Knochen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht warum, aber an das muss ich denken, an was der Vater im Himmel denkt. Er will viele Söhne, Millionen wie Jesus haben. Du wirst sagen, ja, genügt denn nicht einer? Genügt denn nicht ein Sohn? Er will viele Söhne haben. Viele Söhne in die Herrlichkeit bringen. Und weil alles Gute, weil vor allem die wahre Liebe stets wachstümlich und expansiv ist und sich immerzu vermehrt, wenn man sich ja schon erkennt, den Spruch, Liebe ist das Einzige, das sich vermehrt, wenn man es herschenkt. Und deswegen konnte irgendwann einmal der dreieine Gott nicht mehr an sich halten. Er konnte es nicht mehr selbst beim besten Willen. Die Liebe wogte hin, die Liebe wogte her. Die Liebe war so eine Aufwärtsspirale. Es war ein Whirlpool der göttlichen Liebe. Das Herz dehnte sich. Das Herz Gottes stöhnte und ächzte, um diese immense Liebe noch zu halten. Und da, wo es nicht mehr zurückhaltbar war, wusch, brach diese Liebe aus allen Fontänen und alle Dämme des Herzens Gottes brachen hervor. Und er musste ein Universum erschaffen, weil er solche Liebe nicht für sich selbst behalten konnte. Und gewiss, die Liebesgemeinschaft zwischen Vater und Sohn war vollkommen und wundervoll.
Aber dennoch war es immer nur die Liebesbeziehung zwischen Gott, zu Gott, in Gott und zurück zu Gott. Es war Gott, 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 Gott. Und irgendwann einmal ist diese Liebe, wie schon beschrieben, in Gott so gewachsen, so massiv angeschwollen, dass ein so sehnsüchtig schmachzendes Seufzen aus seinem bebenden Herzen aufgestiegen ist und er nicht mehr anders konnte, als zu beschließen, ich muss diese Liebe einem Wesen kosten und schmecken und erfahren lassen, das nicht Gott ist, das qualitativ anders ist als ich selber. Und bei diesem Wesen dachte er an dich und dachte er an mich. Qualitativ anders, ja, aber doch auf seiner Ebene, doch ihm gemäß, für ihn passend. Deshalb erschuf er ein Universum, um ein solches Wesen hervorzubringen, den Menschen. Aber es gab ein Problem. Und jetzt bitte ich euch nochmal aufzupassen, weil das beschreibt das Urdrama in Gottes Herzen. Dieses Wesen, was er mit dem Universum erschaffen hat, nämlich Adam, war ein Geschöpf, während er der Schöpfer war. Und es besteht eine Inkompatibilität, eine schlechthinnige Unvereinbarkeit zwischen Geschöpf und Schöpfer. Das passt nicht zusammen. Ebenso wie Adam erkennen musste, Gott hätte sagen können, Adam, was hast du denn? Such da eins von den Tieren aus als dein Gegenüber. Wie wär's mit einer feschen Giraffe? Wie wär's mit einer Ziege? Verstehst du? Such dir doch eins der Tiere raus. Und Adam hätte sich gesagt, ein Tier? Ich bin ein Mensch. Ich brauche ein Gegenüber meiner eigenen Art. Und das, ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, die Story von Karl Lagerfelds Katze. Karl Lagerfeld, wie wir wissen, ist einer der größten deutschen Modeschöpfer der letzten 5 Jahrzehnte. Und er steht schon morgens um 5 auf und das einzige Wesen, was ihm zuschaut, wenn er seine Schnitte da bearbeitet, ist seine Katze. Und Karl Lagerfeld hatte tatsächlich vor, seine Katze zu heiraten. Aber hat natürlich nicht geklappt. Warum? Weil eine Katze, egal wie lieb, egal wie teuer, egal wie kostbar, nicht zusammenpasst zum Menschen, zum Gegenüber seiner Art. Und da muss ich mit euch den Unterschied aufzeigen zwischen Erschaffen einerseits und Zeugen und Gebären andererseits. Und das Entscheidende ist, Zeugen, Gleiches zeugt Gleiches, die gleiche Ebene. Aber erschaffen ist immer Abstufung. Downgrade. Eine Eselin gebiert ein Eselsfohlen. Ein maskuliner Esel zeugt ein Eseljunges und nicht ein Kaninchen. Es ist das Gleiche, es ist die gleiche Ebene. Menschenvater zeugt Menschenkind, Menschenmutter gebiert Menschenkind. Ein Mensch, aber er schafft ein Roboter, künstliche Intelligenz. Es ist immer eine Abstufung. Und deswegen passt Schöpfer und Geschöpf nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Das ist schlechthin unvereinbar, inkompatibel, ungleich. Das geht nicht. Und jetzt seht ihr das Dilemma im Herzen Gottes. Gottes Vatersehnsucht. Gott will Kinder haben. Kinder müssen auf der gleichen Ebene sein. Und er hat ein Kind. Er hat einen Sohn, Christus. Aber er ist der einzige Gezeugte. Es ist bei ihm wie mit dem Highlander. Es kann nur einen geben.
Und er kann keine zweiten Kinder mehr zeugen, er kann keine zweiten Kinder mehr gebären. Warum? Weil in der Trinität festgelegt ist auf den einen einzigen Sohn. Gott kann nicht mehr als einen Sohn haben. Punkt. Ende. Geht nicht. Aber Gott ist doch allmächtig. Hast du gewusst, dass es eine Million Dinge gibt, die ein allmächtiger Gott nicht tun kann? Gott kann nicht lügen, nicht betrügen, nicht sündigen. Wir können eine Million Sünden begehen, die Gott nicht tun kann. Allmacht heißt nicht, dass Gott alles tun kann. Gott ist nicht nur allmächtig. Er ist festgelegt auf seine Dreieinigkeit, auf seine Liebe. Und deswegen gibt es Dinge, die Gott nicht tun kann. Er kann nicht machen, dass 2 und 2 5 ist. Er kann keinen Stein erschaffen, der zu schwer ist, dass er ihn hochhebt. Warum? Weil Gott nicht absurd ist. Gott ist stimmig, Gott ist festgelegt auf sein Gottsein. Und das bedeutet, Gott will Kinder. Gott sehnt sich nach Kindern, aber er kann keine Kinder haben. Punkt, Ende. Ja, aber kennst du nicht das Lied, Michael? We are the world, we are the children. Schönes Lied, stimmt nur nicht. Wir sind nicht die Kinder Gottes, wir sind Geschöpfe Gottes. Und Friedrich Schiller sagt in seiner Ode an die Freude, oben über dem Himmelszelt muss ein gütiger Vater wohnen. Tut mir leid, bei allem Respekt, Friedrich Schiller, du warst ein großer Dichter. Aber Gott ist nicht unser Vater, er ist unser Schöpfer. Und wir sind Geschöpfe, wir sind so weit von Gott entfernt, wie Karl Lagerfelds Katze von Karl Lagerfeld. Begreifen wir das? Und in dieser Not, in diesem Dilemma, in diesem Drama setzt die Bibel an, weil Gott in seinem wunderbaren Herzen einen Masterplan hat, mit dem er sich selbst überbietet. Und er sagt, wenn ich nicht mehr zeugen kann, dann kann ich erschaffen. Und er erschafft Adam. Aber Adam ist nicht geeignet für Gottes Familie, wie Karl Lagerfelds Katze nicht geeignet ist, ihn zu heiraten. Was macht nun Gott? Er findet einen Weg, uns, die wir nicht Teil der Familie sind, uns, die wir Geschöpfe sind und immer sein werden, er findet einen meisterhaften Weg, uns in die Familie zu bringen, in sein Herz hineinzubringen. Und wie tut er das? Er nimmt seinen Sohn, seinen einen und einzigen Sohn und implantiert ihn in seine Geschöpfe. Er bringt seinen Sohn hinein als Interface, als Schnittstelle. Und jetzt kann er seinen Sohn in uns Geschöpfen sehen. Jetzt kann er uns versohnen, sonifizieren, christifizieren. Jetzt kann er uns avancieren auf seine Ebene, auf Augenhöhe. Er kann uns als Kinder annehmen. Er kann uns als Kinder behandeln. In uns kann er das Leben seines Sohnes ausleben, austeilen. Und er verschmilzt und vereinigt seinen Sohn derart mit uns, dass wir nicht Adoptivkinder sind, sondern dass wir wirklich seine Kinder sind. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. Das ist Gottes Masterplan. Er will Söhne, er kann sie nicht haben und er gibt seinen Sohn. Aber wie bringt er seinen Sohn hinein? Indem er ihn schlachtet vor Grundlegung der Welt. Nicht wegen unserer Sünden, sondern um ihm das Leben hineinzugeben. Denn alles, was wir essen, ist vorher gestorben. Sei es die Obstfrüchte, die wir pflücken, sei es das Herz des Büffels, das der Indianer aus dem Büffel schneidet, um hineinzubeißen. In dem Moment, was wir essen, ist vorher gestorben. Und wenn Gott essbar werden will, muss er vorher sterben. Nicht wegen Sünde, Tod und Teufel, sondern damit der Vater seine Familie bekommt. Und der Sohn sagt, Vater, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann gebe ich mich hin, um hineingebracht zu werden in den Baum des Lebens. Und Christus
gibt sich hin, um in den Baum des Lebens zu kommen. Und Gott stellt Adam, den Menschen, als vollkommenes Geschöpf in den Garten vor den Baum des Lebens. Und er lädt ein und sagt, iss, komm und iss, iss von allen Bäumen. Und manche Christen sagen, aber Gott hat doch Odem des Lebens in Adam eingeatmet. War das denn nicht sein göttliches Leben? Nein, das war nicht sein göttliches Zoe-Leben, das war Bios-Leben, das war sein geschaffenes, menschliches, kreatürliches Leben. Ja, warum hat Gott die Menschen nicht zwangsbeglückt? Warum hat er ihnen nicht automatisch sein göttliches Leben mitgegeben? Warum hat er nicht automatisch alle seine Geschöpfe zu Söhnen gemacht, gleich bei der Erschaffung? Ihr Lieben, das Zoe-Leben Gottes, Christus, seinen Sohn, als unser göttliches Leben, ist das Kostbarste, das Höchste, das Äußerste, was Gott zu geben hat. Es ist alles, was er zu bieten hat. Und ihr Lieben, Gott wirft keine Perlen vor die Säue. Das Mindeste, was er von uns Geschöpfen, die wir im freien Willen haben, verlangen muss, ist, dass wir das wollen, dass wir das begehren und dass wir sagen, Herr, ich will Christus als mein Leben haben. Und Gott macht das ja so liebevoll. Gott ist so charmant. Er ist so liebevoll. Er ist so wunderbar. Er ist wie ein Prüfer, der dem Student sagt, es gibt eine Multiple-Choice-Aufgabe. Die Antworten lauten A, B und C. Und wenn beispielsweise B und C die falschen Antworten sind, dann wäre ja A die richtige Antwort. Und der Prüfer stipst den Studenten schon hin. Hallo, A, A. Gott macht das so. Er sagt, siehe, heute lebe ich dir Leben und Tod vor dich. Dann sagt er noch die richtige Antwort. Multiple Choice, Nummer A, Leben. Nummer B, Tod. Und was sagt Gott? Wähle. Wähle das Leben. Er ist wie der Prüfer, der die richtige Antwort schon verrät. So liebt er uns, so charmant ist er zu uns. Er will, dass wir die rechte Wahl treffen. Und Michael, wo siehst du das in dem Garten? Ganz einfach, er pflanzt den Baum des Lebens in die Mitte des Gartens. Und wenn du dir ein Feld anschaust, nehmen wir an, das ist ein Feld, rein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hier sind überall Bäume. Und in der Mitte ist der Baum des Lebens. Welchen Ort, wenn man, nehmen wir an, du hast einen Saugroboter, du weißt schon, der wahllos umherfährt. Welcher Punkt in deinem Feld, in deiner Wohnung, welcher Punkt wird öfter passiert in einem Feld, in einem Bereich, als jeder andere Punkt? Glaubst du, es ist dieser Punkt bei Mac? Es ist der Punkt nach der Stochastik, nach der Wahrscheinlichkeitslehre. Es ist der Mittelpunkt, wo Adam zufällig öfter vorbeilatscht als an jedem anderen Punkt. Mit anderen Worten, Gott sagt, hallo, ist vor dem Baum des Lebens. In der Mitte, in der Mitte, in der Mitte ist Christus. Und der Wahnsinn passiert, der Mensch ist vor einem anderen Baum. Und fällt ab und empfängt ein gefallenes Leben, ein Leben, wo wir alle Menschen Lügner sind und Egoisten werden. Aber Jesus gibt diesen Plan nicht auf. Am Kreuz auf Golgatha erscheint er wieder, dieser Baum des Lebens. Und wenn du fragst, Jesus Christus, wie sehr liebst du mich? Liebst du mich so viel? Liebst du mich so viel? Dann sagt er, möchtest du es wirklich wissen? Möchtest du es wissen? Und dann breitet er seine Arme aus weiter und weiter und weiter und weiter und stirbt mit dieser Umarmung seiner Liebe für dich und sagt, schau her, du hast nochmal den Baum des Lebens, iss mich. Warum ist das Zentrum der christlichen Versammlung, der Tisch, das Mahl des Herrn? Nehmt und esst. Wir müssen ihn essen. Wenn wir ihn essen, verleiben wir uns ihn ein. Wenn wir ihn essen, nehmen wir ihn auf.
Wenn wir ihn aufnehmen, werden wir autorisiert, Kinder Gottes zu werden. Dann sind wir nicht mehr Geschöpfe, sondern wir werden Kinder. Und am Kreuz, als er gestorben ist, und ich komme zu Ende, ihr Lieben, ich weiß, ich muss aufhören. Ich kriege die Kurve. Am Kreuz, als er stirbt, wisst ihr, was Adam nicht wusste? Er wusste nicht, dass er die ganze Zeit die Braut Eva in sich hatte. Während du schliefst, was passierte da? Während Adam schlief, öffnet Gott die Seite und er zieht die verborgene Braut aus dem Bräutigam, aus Adam heraus. Und Adam sieht die Braut und staunt und wird zusammengebracht mit der Braut und sagt, das ist Gebein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Ich bin Ish, das ist Isha, ich bin der Bräutigam, das ist die Braut. Und er erkennt plötzlich, die beiden werden ein Fleisch, die beiden werden eins. Der Bräutigam und die Braut vereinigen sich, Christus und die Gemeinde werden eins. Es ist der göttlich-menschliche Organismus, es ist das Leben, was sich im neuen Jerusalem vollendet, auf das alles zustrebt. Und genauso wie die ganze Zeit in Adam die Frau verborgen war, nicht außerhalb, sondern in ihm, war die Gemeinde die ganze Zeit in ihm. Denn Johannes der Täufer sagte, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Aber hör mal, Jesus, du bist doch ein Junggeselle. Jesus, du hast doch gar keine Braut. Wie kann Johannes sagen, der die Braut hat, nicht haben wird? Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Wisst ihr, dass Jesus Christus aufschritt und tritt, seine Braut in sich getragen hat? In jedem Gespräch mit den Pharisäern, in jedem Heilungswunder hatte er die Braut in sich. Und als er im Todesschlaf am Kreuz hängt, da kommt der Soldat und er sticht in seine Seite und er nimmt einen Kaiserschnitt vor. Und was kommt er vor wie bei einer Geburt? Blut und Wasser. Die Gemeinde kommt er vor, so wie Eva aus der Seite Adams, kommt die Gemeinde aus der Seite Christi. Und um es jetzt zum Ende zu bringen, ihr Lieben, ich möchte das Wichtigste hier sagen. Die Frage, Christus zu wollen, ist keine Frage von Moral, keine Frage von Religion oder Ethik. Ihr Lieben, wenn wir niemals, alle, die wir hier sitzen, niemals einen Fehler hätten, keine Sünde, keine Verkehrtheit, wenn wir alle moralisch einwandfrei und vollkommen wären, was wir nicht sind, aber nehmen wir mal an, wir wären alle Engel, wir wären alle total sündlos. Ich sag dir, selbst dann bräuchten wir Christus als unser Leben. Die Frage ist nicht, hast du Sündenbewusstsein? Brauchst du moralisch Erlösung? Das ist das eine Evangelium, das wir gehört haben. Aber heute hören wir das hohe Evangelium. Vergiss Sünde, vergiss Tod und Teufel, vergiss Gesetze, vergiss richtig falsch, vergiss Religion, Tradition, vergiss alles, aber nimm Christus als dein Leben. Nimm ihn in dich auf und avanciere vom Geschöpf zum Kind. Adam war sündlos, aber er brauchte Christus als sein Leben. Und ich möchte einfach noch einmal zum Schluss ein kurzes Gebet sprechen. Und wenn du jetzt sagst, vorhin habe ich es auf mich wirken lassen, aber jetzt hat mein Herz wirklich angefangen zu brennen. Und ich glaube, ich möchte Jesus Christus eine Chance geben, dass er als Leben in mich hineinkommt. Lass uns zum Schluss jetzt noch einmal kurz beten. Lass uns beten in dieser wunderbaren Liebesgeschichte, zu der uns Christus einlädt, ein Teil zu werden. Lass uns seine immense Liebe erwidern. Nehmen wir diesen wunderbaren Sohn Jesus heute im Glauben auf. Dann sprecht einfach jetzt mir nach. Jesus Christus, danke, dass du mich so sehr liebst. Jesus Christus, danke, dass du mich so liebst. Dass du dein Leben gegeben hast, um in mich hineinzukommen.
um mich für dich zu gewinnen. Um mich für dich zu gewinnen. Ich glaube, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Ich glaube, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben. Und nach 3 Tagen auferstanden bist von den Toten. Und nach 3 Tagen auferstanden bist von den Toten. Und dass du jetzt lebst und mich hörst. Jetzt lebst und mich hörst. Bitte komme jetzt in mich hinein. Mit deinem Leben. Mit deinem Geist. Hebe mich hoch. Von einem Geschöpf. Zu einem Kind. Wandle mich um. Von Staub. Zu Edelstein. Es tut mir leid, wo ich mein Leben selbst bestimmt habe. Und von dir getrennt war. Ab heute übernimm mich. Ich will dir vertrauen. Dass du Herr meines Lebens bist. Ich will mein Leben nicht mehr aus eigener Kraft und Klugheit leben. Sondern deiner Kraft. Und deiner Liebe vertrauen. Mit jedem Atemzug. Mit jedem Herzschlag. Amen. Amen. Jetzt sind wir Teil dieser wunderbaren Familie Gottes. Und darum geht es im Gemeindeleben. Es geht nicht um Riten und Rituale, um Lieder und Dogmen. Es geht um die Gemeinschaft der Kinder, die sich um den einen geliebten Vater und den erstgeborenen Bruder Christus versammeln. Und das verdanken wir, diese Rückgewinnung dieses Verständnisses, worum es eigentlich geht in der christlichen Versammlung. Am Sonntag, am Tag des Herrn, wie es die ersten Christen verstanden haben. Sie haben Christus als ihr Leben genossen und geteilt. Sie haben ihre eigene Kraft misstraut und Christus als ihrem Leben und ihrem Alles vertraut. Und alleine schaffen wir das nicht. Diese Welt zieht uns weg. Aber mit Brüdern und Schwestern, die diesen hohen Plan gesehen haben, die Christus als ihr Leben begehren, können wir es schaffen und zubereitet werden für die Hochzeit des Lammes und für das neue Jerusalem. Amen.